Life should be so easy. Mein herzliches Beileid. Schön, dass Sie da sind. Ist ja nichts Selbstverständliches nach allem, was vorgefallen ist. Es tut mir wirklich leid. Naja, trinken wir erstmal was. Frau Hensmann, verstehen Sie doch. Das Ganze ist ein Missverständnis. Ich bin rein geschäftlich hier. Da haben Sie sich aber einen guten Zeitpunkt ausgesucht. Was ist denn hier los? Ich kann nicht anders handeln. Ich habe meine Anweisung. Die Bank ist der Eigentümer der Zugmaschinen. Sie sind unsere Sicherheit. Ihr Vater war seit längerer Zeit nicht mehr zahlungsfähig. Wir können nicht länger warten. Wir müssen bis zur Tilgung der letzten Rate die Zugmaschinen einziehen. So, und das sagen Sie mir erst jetzt? Wie sollen das hier ohne Zugmaschinen weitergehen, hä? Ich meine, dann kann ich ja gleich Konkurs anmelden. Dalton! Anwesend. Rauskommen! Schöne Wagen. Ja, aber leider unverkäuflich. Sag mal, Felten, hast du noch was von den Handys? Ach, du meinst die, die vom LKW gefallen sind? Genau die meine ich. Du hast Glück. Wie durch Zufall habe ich eins dabei. Was willst du dafür haben? Du, weil du es bist, Tana, 300. Aber warte mal, ich will noch eins. Zwei für 500. Nee, eins langt doch für mich. Was ist das Geschäft deines Lebens? Ey? Kannst du weiterverkaufen? Ich gebe dir 50 für eins. 50? So kommen wir nicht ins Geschäft. Ich will's aber doch machen. Scheiße. Okay, wir reden später drüber. Ja, komm, komm. Felten! Verdammt nochmal, jetzt seid doch mal ruhig! Das ist aus hier, Ende, vorbei, Schluss! Die Bank, die hat mir den Hahn abgedreht. Julia, die Bank, die Bank. Sie sind doch auch noch da. Wir werden dir doch wohl helfen. Wisst ihr, was ihr gerade feiert? Eure Entlassung feiert ihr, kapiert? Prost. Jetzt reicht's mir aber, Felten. Nicht nur, dass Sie Ihren Wagen hier auf Kosten der Bundesrepublik Deutschland restauriert haben. Jetzt erwische ich Sie ja auch noch beim Verschieben von Hehlerware.
Hey, 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 was heißt denn hier Hehlerware? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen. Ach ja? Sie wissen nicht, wovon ich spreche, ja? Nein, nicht den Wagen, ja? Nicht anfassen. Da stecken 4 Jahre harte Arbeit drin. Wissen Sie, was Sie für mich sind, Felten? Tja, ich werde Sie wohl auch sehr vermissen. Julia? Sind Sie Julia Hensmann? Kraschinski. Ja, ich hab's nicht mehr geschafft zur Beerdigung. Tut mir leid um deinen Vater. Tut mir auch leid. Was hast du so gemacht? Ich hab gehört, du warst in Ghana. Stimmt, ja, die letzten 7 Jahre. Ich will auch so schnell wie möglich wieder dahin zurück. Da habe ich dir mitgebracht, von da. Bringt Glück. Hat sich überhaupt nicht verändert hier. Und? Was machst du mit der Spedition? Verkaufen? Wieso? Wieso verkaufen? Naja. Soll ja 10% von dem ganzen erben, hat mir dein Vater geschrieben. Ja? Hat er? Hat er, ja. Du bist ja wohl die neue Chefin jetzt, oder? Die Bank ist der Chef, der hat den Laden dicht gemacht. Sag mal, gibt's denn nicht noch irgendeine andere Möglichkeit? Weiß nicht, woher soll ich denn 200.000 kriegen? Ohne Trucks. Da kannst du auch einen leihen oder Kredit aufnehmen, oder? Soll ich einen Kredit bekommen? Die Sicherheiten sind doch alle an die Bank gegangen. Mein Gott, eine Spedition ohne Trucks und ohne Fahrrad. Wie soll ich denn das machen? Das wird doch nie was. Wir können ja beide hingehen und die Erbschaft ablehnen. Weiß ich auch, ich habe ja schließlich mal Jura studiert. Weißt du doch. Ja, aber willst du das wirklich? Willst du wirklich aufgeben? Ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Also du musst einfach so tun, als wenn du dich auskennst. Wenn du zur Bank gehst, dann kommst du auf Folgendes an. 55% mindestens ist Auftreten und Kleidung. 35% ist deine Stimme. Und 7%, allerhöchstens 7%, ist das, was du denen erzählst. Verstehst du? Darauf kommt es an. Wir probieren das einfach mal aus. Pass mal auf. Lass mich mal da sitzen. Und ich bin jetzt dieser Filialleiter, Heinrich. Heinrich. Ich bin jetzt Filialleiter Heinrich. Du bist Frau Hensmann. Ich sitze da und du kommst rein. Was? Du willst einen Heinrich spielen, den Filialleiter? Das kann ich doch nicht ernst nehmen. Genau, zum Üben, nur als ob. Training, hä? Reines Training. Und die Haare musst du dir machen lassen. Irgendwas Schickes anziehen. Ganz wichtig. Das weiß ich doch. Schönen guten Tag, Frau Hensmann. Komm rein, setz dich hin. Wo drückt der Schuh? Ja, guten Tag, Herr Heinrich. Ich wollte Sie nur was fragen. Es geht ums Geld. Also ich wollte... Nee. Nicht schüchtern. Cool musst du sein, verstehst du? Du bist Boss in der Situation. Auf keinen Fall schüchtern. Ganz cool. Ich kann aber nicht cool sein. Doch, kannst du. Pass mal, wir probieren das nochmal. Komm nochmal. Was ist los? Naja, ich hab da nochmal durchgerechnet, ne? Würdest du? Na, ich hab nochmal gerechnet und ist das schon eine Menge Kohle, die ich da noch drauflegen muss. Na, wolltest du mich flachsen? Du hast zu mir gesagt, ich soll dir einen Truck besorgen. Jetzt habe ich dir einen Truck besorgt. War doch nicht meine Idee. Ja, ganz so war das ja auch nicht. Ich meine, du wolltest ja den Traumwagen haben, oder? Ja, sicher. Aber jetzt guck doch mal hin. Da steht deine Existenz. Du kannst dich selbstständig machen. Du bist freier Unternehmer. Oder wolltest du immer als armer Malocher das Leben eiern? Hör mal, mir ist das doch egal. Nee, warte mal. Was hat man noch gesagt? Wir hatten gesagt, 50 Mille und in Schlitten. Sagen wir
30 und den Wagen. Immer sehe ich aus wie Mutter Teresa? Ja, nee, aber ich hab nur 30.000. Ist doch egal. Bis mir 20 morgen. Damit alles seine Richtigkeit hat, gibst du mir einen kleinen Schuldschein auf das Häuschen von deiner Oma. Erbst du sowieso bald. Hat das Haus von meiner Oma? Wie geht's Ihnen denn heute? Hervorragend. Bis auf, dass mein Vater gestern beerdigt worden ist. War nicht so gemeint. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Herr Heinrich, mein Anwalt hat mir geraten, die Erbschaft abzulehnen. Ach ja? Ja. Und was hat das zu bedeuten? Dass Sie Ihr Geld in den Wind schießen können. Es scheint mir, dass Sie nicht schlecht beraten worden sind. Das stimmt, Herr Heinrich. Eine Frage noch. Bitte? Wer in Ihrem Haus ist eigentlich verantwortlich für die Überschuldung meines Vaters? Naja, manchmal ging das einfach den kleinen Dienstweg. Sie meinen, Sie haben das manchmal auf Ihre Kappe genommen? Ihr Vater war ein feiner Kerl. Ich habe gestern die Unterlagen studiert. Es wird für Sie bestimmt nicht einfach sein, dem Vorstand Rechenschaft abzulegen. Jetzt hören Sie mir mal zu, Frau Henzmann. Nein, Herr Heinrich, jetzt hören Sie mir mal zu. Dass Sie mitverantwortlich für die Überschuldung meines Vaters sind, das bleibt garantiert nicht unter uns. Aber irgendwie finde ich, sind Sie auch ein feiner Kerl, genau wie mein Vater. Und daher mache ich Ihnen ein Angebot. Naja, aber Sie können mir doch wenigstens noch einen Tipp geben, oder? Ja, ja, vielen Dank. Wiederhören. Ein Garant für Termintreue durch qualifizierte Personalstruktur, unkomplizierte Abwicklungsmechanismen durch Umstellung auf EDV und längerfristige Konkurrenzfähigkeit durch Orientierung an markteffizienten Auslastungsmethoden. Sagen Sie mal, wissen Sie überhaupt, was das alles bedeutet? Ich schon. Ein Kapitalbedarf von 328.000 DM. This kid who got into an accident and caught and come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Und wie ist gelaufen? Haut schon hin. Hey, ist doch klasse, oder? Ist doch klasse. Ja. Du freust dich ja gar nicht. Ja, ich weiß nicht, ob wir das hier weitermachen sollen. Meinst du es richtig, Kaczynski? Ja, sicher ist das richtig. Ich bin doch auch noch da und du hast mehr Ahnung von der Sache, als du glaubst. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, Kaczynski. Gar nicht. Ich habe noch nie auf dem Bürosessel gesessen. Mein Gott, ich weiß doch gar nicht, wie das funktioniert hier. Jetzt hör mal zu, Kleine. Gehört der zu dir? Der? Ja, der. Nee. Guck mal, die Windschutzscheibe. BVB-Wimpel. Der kann gar nicht zu mir gehören. Na ja, stimmt. Du und Schalke, ich vergaß. Könnt ihr mir mal sagen, woher der Chef ist? Von der Spedition Henzmann. Ich bin der neue Fahrer, Eddie. Aha, der neue Fahrer, Eddie. Sag mal, Kleiner, störst du hier oder störst du hier? Wir brauchen keine neuen Fahrer und erst recht keine Borussen-Fans. Zieh Leine, Mann. Es tut mir leid, ich habe gestern gerade 10 Leute entlassen, dann kann ich heute keine einstellen. Ach so, Sie sind hier der Chef. Ich hätte eine eigene Maschine. Deine eigene Maschine, die kannst du im Gulli versenken. Und heute Nachmittag kriegt ihr eins auf die Augen, Punkt 3 Uhr.
Ach so ist das. Du bist so ein Fan von diesem Absteigerclub. Wie heißen die nochmal? Schalke oder so, ne? Überleg dir ganz genau, was du hier erzählst, Junge. Du stehst auf Schalke-Boden. Kohle habt ihr mit eurer zusammengekauften Mannschaft, aber keine Eier. Und ich wette mit dir um 100 Mark, dann wir euch nass machen heute Nachmittag. Wetten? Willst du mit mir wetten, mit dem alten Eddie? Komm, 100 Mark auf BVB, schlag ein. Kannst du haben. Also, heute Nachmittag, Nordparkplatz. Hier, den Tag wird ja auch ein geistig minder bemittelter Schalke-Fan wie du finden, hä? Schade. Für sie hätte ich ja schon gerne gearbeitet. Naja, wenn's nicht sein soll. Okay, du hast genug erzählt, Tarzan. Mach dich vom Acker und zieh dich warm an. Mir ist schon ganz kalt. Knack du lieber mal dein Sparschweinchen. Jakob Henzmann waren Kollegen. Und Sie kennen doch unsere Geschäftslage. Ist wirklich nicht zu machen? Schade. Wiederhören. Und? Was ist mit der neuen Fracht? Fracht ist gut. Harakiri ist das. Kaschinskis alter Kumpel Peters hat uns einen Auftrag rübergeschoben, den keiner in der Branche anlangen wollte. Ein Termingeschäft. Aber wir haben noch nicht mal eine Zugmaschine. So, liebe Fußballfreunde, wir unterbrechen noch mal kurz, um eine frohe Nachricht nach Gelsenkirchen zu schicken. Im Parkstadion geht Schalke mit 2:1 gegen den BVB in Führung. 100 Mark für Kaschinski. Eddie. Eddie? Willst du einen Job? Nö. Aber eben wolltest du noch einen. Eben hat aber auch nicht Dortmund 3:1 gegen Schalke verloren. Hab ich nicht. Wie hast du nicht? Bist du Kerl, bist kein Kerl. Ich hab 100 Mark. Hab keine 100 Mark. Ich hab nicht mehr genug Geld, um den Truck hier noch vollzutacken und abzuhauen, Mensch. Und das alles wegen Schalke, ey. Ja, weißt du, gibst du jetzt 100 Mark oder ich brech dein Stift am Kühler ab, Mann. 100 Mark will ich sehen. Eddie, pass auf, Eddie. Von mir kriegst du 200. Dafür arbeitest du bei mir. Morgen früh 8 Uhr, 3 Tour in Rotterdam. Was ist denn jetzt los? Ich krieg das irgendwie alles nicht hin. Was? Was mit der Firma? Ich komme mal vor, wie kurz vor der Hinrichtung. Das kapiere ich überhaupt nichts mehr. Was geht's denn? Mein Gott, ich habe heute Morgen 300.000 Mark Schulden gemacht. Meine Firma ist pleite und die Fahrer streiten sich um irgend so ein blödes Fußballspiel. 300.000 Mark Schulden? Das hat doch heutzutage jede Firma, die was auf sich hält. Ja, aber als mein Vater noch da war, da habe ich nicht gewusst, dass der Firma so dreckig geht. Er fehlt mir irgendwie. Aber irgendwie hat er dich doch belogen. Ich meine, du wusstest doch überhaupt nicht, wie es um die Firma steht. Belogen? Mein Vater hätte ich mich nie belogen. Er hätte das alles hingekriegt, das ist der Punkt. Und du kriegst es nicht hin, ne? Bist du jetzt Julia Henzmann oder nicht? Komm, was geht?
gehen. Schon wach. Eddie! Moment, Moment! Eddie! Komm ja schon! Erstmal anziehen hier! Eddie! Felten bei der Arbeit. Sag mal, hast du kein Zuhause? Ich schlaf normalerweise bei meiner Oma. Aber hier ist gemütlicher. Also, hier sind 500 zum Tanken. Und die Frachtpapiere. Hallo. In einer halben Stunde musst du bei Winkold und Söhne sein. Und dann fährst du nach Rotterdam und bist ganz schnell wieder zurück. Okay? Null Problemo, Captain Nemo. Moment, Moment, ja? Scheiße. Scheiße. Manfred, dieser Sack. Das hat Steuergerät. Hatte ich schon mal beim Bund. Toll. Das finde ich ja ganz toll. Toll? Toll? Das ist überhaupt nicht toll. Das ist bodenlose Scheiße, ja? Gestern habe ich den Truck gekauft und der Typ sagte mir, das wäre eine neue Maschine. Janu? Weißt du was? Wir rufen den Werkdienst an, er kommt her, baut uns das ruckzuck ein, das kostet höchstens 2000 Mark. Das ist mir scheißegal, ob man in Afrika Steuergeräte mit dem Radio repariert. Meinetwegen kann man da auch aus Bananenschalen Mondraketen bauen. Das ist mein Radio und ich kann jetzt keine Musik mehr hören. Du hörst gleich die Glocken läuten, Alter, aber alle auf einmal. Klappt doch sowieso nicht. Aufkleben, damit du weißt, wo du hingehörst. Dauert das immer so lange bei euch? Das ist eine Terminfracht. Ja, sag mal Bescheid durch deine Quetsche. Ah ja. Fährst du gleich wieder nach Gelsenkirchen? Ja. Bist du an einer Geschäft interessiert? Logisch, immer. Hallo Julia? Ja, Eddie hier. Der erste Container ist hier. Also pass auf, es ist jetzt 1:15. Mach dich auf den Rückweg und lass dich bitte nicht aufhalten, ja? Du, wer sollte mich denn aufhalten? Bis gleich dann, ja? Ciao. Ciao. So, hier. 2000, bitte. Danke. Und das Zeug soll nach Essen, ja? Nach Köln muss er. Hier. Köln? Hey, um die Uhrzeit, da komme ich an den totalen Feierabendverkehr. Ist ja ein Riesenumweg. Naja, von mir aus kannst du auch das Geld zugeben und die Container wieder abladen. Aber das kostet ihnen 2000 Konventionalstraf. Hey?
Nee, das schaffe ich schon. Ich bin ein freier Mann. Ich habe zwar noch eine kleine Verabredung in Gelsenkirchen, aber gehe ich halt vorher in den Dom gucken. Okay, tschüss. Du, erst lass ich mal angucken. Ja, du bist noch hübscher geworden. Ist eigentlich gar nicht möglich, aber du bist noch hübscher geworden. Du musst erst mal deine Tochter sehen. Ja. Der Auspuff ist kaputt. Hallo. Sind Sie nicht die Ex-Frau von Kaczynski? Stimmt. Warte mal, Bernadette. Die andere. Claudia. Stimmt, Claudia. Ziemlich viele Frauen gab Kaczynski. War mir als Kind gar nicht so bewusst. Für mich haben immer nur die Tanten gewechselt. Ja, für mich haben auch immer die Tanten gewechselt. Nimm dir doch, Vater, wie du groß und stark wirst. Es ist keine Fata Morgana, das Mädchen im weißen Gewand. Man sagt, sie geht nachts durch die Berge, weil ihr Herz keine Ruhe hier fand. Wer sie einmal sieht, ja? Hi Oma, hier ist der Eddie. Wer? Eddie. Heinz Dieter, Oma. Ach so, Heinz Dieter ist am Ende. Ja, Heinz Dieter, hier ist Besuch für dich. Ist der Manni da oder was? Ja, ich kann nicht so schlecht verstehen. Hier ist Besuch für dich, Heinz-Dieter. Der Manfred und ich, wir trinken gerade so schön zusammen Kaffee. Dann gib mir den doch mal bitte. Was sagst du? Ich verstehe dich so schlecht. Oma, gib mir mal den Manfred und mach doch mal die Musik leiser. Ja, warte, ich muss erst die Musik leiser machen. Ist so laut hier. Komm mal, Manfred, komm. Eddie, wann für dir? Wo steckst du eigentlich? Hey, du Manni, ich hab da ein Problem, also es geht nicht. Hey, Mannequin, jetzt tanz mal ganz schnell an hier. Ich steck hier voll in der. Im Stau steck ich halt. Können wir da nicht auf morgen verschieben? Hey, hör mal gut zu. Hör mir mal ganz gut zu, mein Freund. Ich krieg noch 20.000 Schleifen von dir. Und wenn die nicht ganz schnell rüberwachsen, dann zieht der Onkel Manfred aber mal andere Seiten auf, wenn du verstehst, was ich meine. Die ganze Zeit mit deiner Omi hier schön in den Kaffeekanzchen gefeiert. Also tanz an. Er ist immer noch nicht da. Ja, willst du vom Borussen-Fan anders erwarten? Hey, was machst du hier? Hey, du hast bei meiner Oma nichts zu suchen. Ich check mal aus, was ich mit dem Schuldschein so eintreiben kann. Ob sich das überhaupt für mich lohnt. Komm hier nicht von meiner Oma, ja? Hey, komm mit. Hey, komm mit. Wo ist die Kohle? Hey, komm, riskier hier nicht so eine dicke Lippe, ja? Ey, das Steuergerät war kaputt und der Motor ist auch nicht neu. Der ist bestimmt schon 5 Jahre alt. Scheißegal. Gekauft wie gesehen. Ich krieg nur 20.000 von dir. Heinz Dieter! Hast du denn schon was gegessen? Ja, Oma, ich bin satt. Ich komm gleich. Ja, geh schon mal rein.
mal zu, Manni, ja? Hey, du hast das edelste Fahrzeug im ganzen Pott von mir bekommen und jetzt willst du mich mit der Möhre hier irgendwie übers Ohr hauen, oder was? 20.000 oder sie macht einen Abflug ins Altersheim. Lange macht die sowieso nicht mehr bei der Musik. Hör mal, ja, die überlebt uns beide. Da kannst du für. 20.000. Das muss jetzt aber reichen, ja? Was soll das sein? 2.000 Mark. 2.000 Mark? Bist du bekloppt, ey? Hey, hey. Weißt du, was ich normalerweise mit Leuten mache? Die sollten mit mir versuchen. Den schneide ich beide Ohren ab. Nee. Eins Dieter, eins Dieter. Ich heiße Eddie. Wie soll das mit dir nochmal enden? Jetzt kann ich mir überlegen, wie du da wieder rauskommst. Wirklich Glück, dass ich immer so gute Ideen habe. Was denn für Ideen? Hör mal gut zu, Hans-Dieter. Manfred, was ist denn mit den Plätzchen? Die habe ich dir da extra eingepackt. Willst du sie nicht mitnehmen? Ganz lieb. Ja. Dankeschön. Guten Appetit. Tschüsschen. Der Scheißstaufer A3 hat mir das ganze Timing versaut. Damit mussten wir rechnen, das war unser Risiko, Eddie. Wir müssen morgen bis um 9 Uhr in Rotterdam sein und das zweimal. Das kannst du nicht alleine fahren, das kann ich dir nicht zumuten. Lass mal, wenn ich sage, ich mach das, dann mache ich das auch. Ja gut, aber Kaczynski fährt mit. Ein Schalke-Fan bei mir im LKW? Magst du nicht mal die Chefin anrufen und sagen, ob wir da sind? Ich meine, die macht dich doch sicher schon ins Hemd. Ja, Julia, hier ist Kaczynski. Wir sind jetzt im Containerhafen in Rotterdam. Na, mit Eddie war klasse. Wir haben geknutscht und Händchen gehalten. Moment mal. Dann macht er das. Da fährt einer mit dem LKW weg. Der lässt mich doch nicht hier alleine, der Sack. Wer lässt dir wen alleine? Ja, du bist doch... Ja, guck doch mal da hin. Ach du Scheiße. Aber wo warst du denn, verdammt nochmal? Du
Du, ich war pinkeln, nur eine Minute da hinten. Dann bin ich wieder hierher gekommen, dann hast du telefoniert, dann hast du gesagt, irgendjemand lässt dich alleine. Dann hab ich gefragt, wer lässt dich denn alleine? Dann hast du gesagt, guck mal... Ja, ab da war ich dabei! Julia, bist du noch dran? Ja, und was machen wir jetzt? Chefin anrufen. Hast du noch Gulden? Schulden? Gulden, Dutch Money, Niederlands Geld. Hast du? Ja, klar, ich... Gib her. Zu dem LKW. Sie müssen das verstehen. Wir können keinen Spezialeinsatz machen. Allein während ein Restaurant-LKW. Was moeten jullie hier? Er is geen koffie. Zien jullie niet hoe opgewonden deze jonge vrouw is? Ga maar de vrachtwagen zoeken. Opschieten. Hop, hop, hop. Entschuldigung, kann ich meine Fahrzeugpapiere haben? Ja, sicher. Und dann bräuchte ich noch so einen Schrieb für meine Versicherung, dass der Wagen gestohlen wurde. Das dauert ein bisschen und wir müssen die Papiere wieder haben. Kein Problem. Du, Julia, kann ich den Schlüssel für den Wagen haben? Dann lege ich mir so, wenn das okay ist. Danke. Er hat seit fast 3 Stunden keinen Ton gesagt. 3 Stunden. Ja, und? Also die Frage ist nicht, ob ich ihm nicht traue. Die Frage ist, wo ist der LKW? Wo? Geklaut ist er. Was hat denn Eddie damit zu tun? Na klar ist er geklaut. Aber mitten im Hafen. Die Fahrer stehen fast daneben. Da wüsste ich aber bessere Gelegenheit, um einen Truck zu klauen. Und ein Dieb weiß das garantiert auch. Eddie war draußen, als er gestohlen wurde. Eddie benimmt sich komisch. Eddie braucht Geld. Bisschen viel auf einmal, oder? Ach komm, Eddie im Versicherungsbetrug, das ist doch... Ja, was wissen wir denn schon über den Burschen? Der ist Borussia-Fan. Kaum geht's los und schon ist es vorbei. Die Versicherung zahlt keine Konventionalstrafen. Oh Mann, und dabei hat's gerade angefangen, Spaß zu machen. Tja, dabei hätten wir eine echte Chance gehabt. Wahrscheinlich müssen wir bis zum Lebensende Schulden abzahlen. Eddie tut mir irgendwie auch leid. Eddie tut dir leid? Ja. Eddie braucht dir nicht leid zu tun. Eddie braucht überhaupt niemandem leid zu tun. Eddie ist der Einzige, der verdient an der Geschichte. Eddie kriegt den Neupreis von der Versicherung zurück, nicht Eddie? Also, wenn ihr das unbedingt wissen wollt. Ich hab den Truck geklaut. Hey, spinnst du oder was? Natürlich habe ich ihn nicht geklaut. Glaubst du etwa, ich klaue meinen eigenen Truck? Ich bin doch nicht blöd oder was? Traut ihr mir nicht zu, dass ich sowas machen würde? Klar traut ihr mir sowas zu. Sonst würde ich ja nicht so gucken, ne? Hey, ein Scheißbild habt ihr von mir, ein Scheißbild! Fahren wir? Nach Hause, Kaschinski, nach Hause. Das hat doch alles keinen Zweck mehr. Jetzt hör mal zu, wir haben noch ungefähr 5 Stunden Zeit. Eine Menge Zeit, sich einiges einfallen zu lassen. Sonst bist du dran mit der Konventionalstrafe und dann hast du gar nichts mehr, verstehst du gar nichts. Wir sind dran, Kaschinski, wir. Eddie, lass mich in Ruhe, okay? Lass mich in Ruhe. Könnt ihr mir helfen? Ja,
helfen? Ich helfe dir gleich, Mann. Du wirst erleben, wie ich dir helfe, Mann. Ich habe das Haus von meiner Oma verpfändet, damit ich den Truck kaufen kann. Ja und? Ist ja wohl dein Problem, oder? Hey, der Typ, der mir den LKW verkauft hat, der will jetzt das Geld sehen. Oder eben das Haus von meiner Oma haben. Aber ich kann ihn nicht bezahlen. Mensch, der hat mich erpresst. Der hat mich gezwungen, dass ich Versicherung betrüge. Wie? Was? Ich hab nicht ganz verstanden. Kannst du ein bisschen lauter reden, bitte? Der hat mich gezwungen, dass ich die Versicherung betrüge. Mensch, ich wusste, dass er den Truck klaut. Tut mir leid. Das tut dir leid. Das tut dir einfach so leid, ja? Hey, der hat doch sonst das Haus von meiner Oma weggenommen, Mann. Da müsst ihr doch verstehen. Aber wir verstehen sogar ausgezeichnet, Mann. Du hast deine eigene Großmutter verkauft. Und dafür kriegst du jetzt eins in die Schnauze, verstehst du? Eins im Namen von Julia Hensmann, eins im Namen von deiner Oma und eins in meinem kleinen Bescheid. Am Kaufchen. Hör auf! Panik, ja? Halt immer schon. Wir kommen ja noch rüber. Ja, Mann, stellt euch hin, Verkäuferleiter. Okay? Hey. Hey, da vorne ist er. Hey, und da steht auch der Transit. Wie? Was für ein Transit? Hey, der Transit von diesem Manni, von dem Typen, der das Haus von meiner Oma will. Du, lass doch mal den Transit. Wie kriegen wir jetzt diese scheiß Zugmaschine da raus? Hey, nimm mich höher, ey. Ich geh jetzt rüber und hol das Ding raus. Sag mal, willst du dich zerfleischen lassen, oder was? Ey, scheiß drauf, ey. Zwei Schäferhunde, ey. Schäferhunde, du hast kein Problem. Ich bin Schäferhunde aufgewachsen, Mann. Wenn du keine Angst vor den Viechern zeigst, dann tun sie dir auch nichts. Ey, ich war so klein, ja? Jetzt halt's Maul, Idiot! Jetzt rüber hier. Was heißt überhaupt halt's Maul? Hey, hab ich schon einmal Scheiße erzählt oder was? Dann bist du doof, Mann. Onkel Eddie kommt. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Ja, ey. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Ja, brav. Ja, brav. Ja, brav. Oh, Scheiße!
das heißen, mein Gott? Er muss denn die Heizung hier auf vollen Touren laufen? Ich schwitze mich tot. Ja, die Heizung muss auf vollen Touren laufen. Wo soll denn der Motor hin mit der Wärme? Herr Julia, jetzt fahr mal nicht so schnell. Du machst mir den Motor kaputt. Mensch, Eddie, wir haben nur noch 12 Minuten. Da ist nichts mit langsam fahren. Hey, das ist aber mein Motor. Ja, mein Motor, den hab ich gekauft. Ja, ja, gleich liegt er uns um die Ohren, ich weiß. Ihr seid schuld, ey. Jetzt hör mal auf zu quengeln, Mann. Wegen dir sitzen wir noch in der Scheiße. Hey, nicht den Schall, hey, nicht den Schall, das sind alle... Scheiße. Mann, Kaczynski, das hat er nur für seine Oma gemacht. Ach ja, komm einmal. Du haust ihn doch auch immer. Scheiße! Meneer, u reed 80 in plaats van 50. Hé, wat? Ze waren zu snel. Ze zijn 80 gefahren in stad 50. Oké, okay, how much? Dat macht 200 gulden straffe. Such much? Ah ja, hier. Augenblick. Sie bekommen erst ein Ticket. Oh Mann, ey, junge Frau, ich brauche kein Ticket. Wir müssen in 7 Minuten an 4.9 sein. Ich meine natürlich in 9 Minuten bei 4.7. Sie haben einen Termin fragt. Follow me. Da soll einer noch mal sagen, ich könnte nicht mit Frauen umgehen. Mann, ey! Mein Motor, ey. Da bloß nichts drauf ein. Das ist erst der Anfang. So, du meinst, ohne mich läuft nichts bei euch, oder was?